und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Ja, die Dudes sind wieder da, wir haben uns kurz ausgeruht. Und jetzt geht's weiter. Turbinenanlage. Ah genau, das war das hier. Genau, jetzt gehen wir nach da. Genau. Und dann schauen wir mal. Los, holt ihn euch! Ich werde tun, was ich kann. Trefft ihn endlich! Trefft ihn endlich! Wir können ihn immer noch kriegen. Ja, vielleicht. Gut. Genau, da geht die Rutsche runter und da hinten ist eine Tür. Okay. Halt dich doch mal fest. Danke. Hä? Ja, ich bin ein Jedi. Wo ist das da oben irgendwo, ne? Mag ich immer noch nicht. Der Jedi ist hier. Ah, schade, ich wollte die. Jemand anderer soll hier raufkommen. Holt ihn euch. Erledige Aufgabe. Ich wollte die. Du bist zu schnell. Entschuldigung. Ich wollte die Unterhaltung weiter anhören. Die haben ja gesagt, oder der eine hat gemeint, Billy, wir müssen hier irgendwie durch. Dass er die Blaster so. So kalibrieren kann, dass sie sogar mandalorianische Rüstung durchbrechen kann oder durchdringt. Und der andere hat ja gesagt, so, ja, das geht nicht. Und die waren eben, also mandalorianische Rüstungen waren eben so heftig, dass da nichts durchgekommen sind. Also waren zum Teil so stark, dass die Laserschwert Strikes abgefangen haben. Also nicht nicht krass, aber krasser als andere Sachen. So, da oben ist Dings, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich hier einfach durch und dann nach rechts. Halt Ausschau! Hier rauf, Beilung! Er hat nur Glück. Mhm. Ich greife an! Wie Druiden, ganz ehrlich. Ohne Scheiß, wie Druiden. Ich
die helleren Köpfe haben auch gesagt, oh, nee, schießen nicht. Wir schießen nicht, weil das bringt gar nichts. Naja. So. Hi, BD. So, dann gehen wir mal da hoch. Entschuldigung, ich bin zu schnell reingegangen. So. Es ist der Jedi. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Ja, es war nur einer. Gut, dann... Ah, nee. Damit das war hier, ne? Warte. Das war hier auf der anderen Seite. Aber... dann hin. Ah, Truhe. Wahrscheinlich kommen hier nur Truhen. Du findest die ganze immer Zeit. Gute Sachen. Dann da drüben gibt es auch was Grünes. Aber eben nur ein Seil. Dann gehen wir da hin. Und dann können wir da rein. Oh, ja, das ist... Stimmt, da drüben ist dieser, dieses Monster da, das ich eigentlich schon gekillt habe, aber der hat sich ja nicht gespeichert. Hey! Na du? Dein Leben gehört dir, Edi. Hey. Verräter. Oh! Läufst du schon stark. Wieder weg? Hör auf, dich zu wehren! Stim, bitte! Gut, hier kommen wir ja immer noch nicht rein. Aber jetzt von der anderen Seite kommen wir rein. Imperialer Offizier hat ihren Relikt versteckt. Sie wollte dadurch die Gunst des Imperators erlangen. Aber ihre Täuschung machte sie leichtsinnig. Hm. Ein Behälter, in dem eine imperiale Offizierin ein Relikt versteckt hatte, mit dem sie dann... Ja. Gut. Ja, jetzt sind wir hier, ne? Der BD kann ja ziemlich krass springen. So, hier sind wir richtig, ne? Ja. Bam. Mal kurz ausruhen. So, warte, Fähigkeitsbaum. Wir haben zwei Fähigkeiten wieder. Wenn er einen Gegner besiegt, trifft er einen Blocken. Ja, das ist eigentlich auch cool. Das ist cool. Das mache ich. Das ist wichtig. So. Gut, dann. Platsch. Oh, stimmt, hier können wir mal tauchen. Jawohl. Jawohl, ja. So, BD bleibt wieder auf meiner Schulter. Okay, BD, das ist es. Element Natur. Ein kleiner Fighter.
Ja. Hast du Spaß da drin? Hast du Spaß da drin? Sag da. Gut. Hier ist vielleicht noch was. Hier ist hier ein bisschen verzweigt. Okay, nee, ist hier nicht. Außer ein komischer Stein. Ah, da drüben. Krass, hier ist ja wirklich was. Also viel. Ich gehe gleich ja zur Truhe da hinten hin, aber... Okay. Jetzt nichts mehr. Gut. Dann holen wir uns die Truhe und dann gehen wir zu dem Big Boss. Und dann... Ja, sehen wir so dann. Neuer Sender, ja. Nee. Alles Elementarding. Also, ja, er hat es ja nicht gespeichert, stimmt. Aber der Dude ist jetzt auch nicht mehr da. Üblich, bam. Üblev Fran besiegt. General Tiara, wir haben den Dreadnought der Separatisten schwer beschädigt. Leider gilt dasselbe für unser Schiff. Trotz des Schadens empfehle ich weiterzumachen. Gemeinsam. Sie wissen, ich schrecke vor keinem Kampf zurück. Klone. Gemeinsam stark. General Tiata, unsere Streitkräfte haben. Achso. Clone Commander, ja. Gut. Aber was hat er hier gemacht? Wie ist der hier rein? Ah, vielleicht von oben. Warum war der hier? Also der Bounty Hunter. Ich meine, hier rein ist er ja nicht, offensichtlich nicht gekommen. Aber schön, dass er für uns den Schwabbel hier auch getötet hat. So. Hey BD, was ist das? Zeig mal, was du gefunden hast. Hyperhülle. Poncho. Ah. Ja, stimmt, den haben wir hier gefunden. Achso, nee, muss doch ja. Hä? Jetzt ist es aus. Wollen wir es an? Naja, egal. Oder vorher. Also, letztes Mal, als wir hier waren. Na du Fettsack. Ah!
Okay, ich habe ganz vergessen, wie übertrieben seine Reichweite ist. Hey, bitte! Zwei Schläge und ich bin tot. Gut. Ich dachte, wir machen schon sehr viel mehr Damage an ihn. Aber er macht halt immer noch gleich viel Damage an uns. Irgendwie wollte ich bei dem auch dieses Ausweichen versuchen, also dieses jetzt ist er wieder da. Natürlich. Das haben wir doch auch gehört. Naja. Die Bewohner haben das Denkmal für die Klone auf dem Venator gebaut. Siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Hä? Hey. Was war das denn jetzt? Wieso hat er gerade gesagt, ja, siehst du, das Imperium ist nicht unsere eigene Sorge. Letztes Mal hat er doch gesagt, so, ja, wenn die wüssten. Ich brauche wirklich einen Stim-Kumpel. Voll daneben. Du Idiot, wohin wirfst du denn deinen Wohin wirft er denn sein scheiß Lichtschwert? Ach, was für ein Trottel. Mann. Du machst mich echt fertig, Karl. Du machst mich echt fertig. Du solltest eigentlich pushen. Ja, okay. Will eine.
Dieser Kall macht mich echt fertig. Okay, ich versuch's noch einmal. Und wenn nicht, dann mach ich's offscreen. Der Dude, ne? Tja, dann mache ich dich halt auch fertig, ne? Oh. Ja, ich klopf dir auf den Bauch, ich klopf dir gleich auf den Arsch. So, das ist so schön. Oh, die können nicht schwimmen. Gut zu wissen. Dann nochmal. Aber ist ja, ist wirklich gut zu wissen. Dann kann ich den einfach immer ins Wasser stoßen. Na, geh weiter. Wieso erwische ich den nicht mehr, hä? Hierher, Kumpel! Der macht mich so aggressiv. Ah, wieso konnte ich den jetzt nicht pullen? Wieso konnte ich den gerade nicht pullen? Alter Junge. Die Folge geht jetzt so lange, bis der jetzt endlich weg ist. Vor allem, warum hat der, ich hab den ja schon mal besiegt. Aber irgendwie wurde das nicht gespeichert. Vielleicht weil mein Lichtschwert an war? Hat er deswegen keinen vollen Push gemacht? Ich weiß es nicht. I don't know. Jetzt geht's wieder. Wieso konnte ich den jetzt pullen und vorhin die ganze Zeit?
Hauptsache, der ist jetzt weg, der Penor. Warte, ich gehe erstmal da hoch. Ah, oh, nee, das war sogar von der Seite aus. Ja, okay, okay. Kannst du mir helfen, BD? Okay. Ja, ich tue eigentlich nichts. Der Kalle muss solche Muskeln haben. Hier immer. Wahrscheinlich eher weniger, oder? Ja. Hi. Ah, das war mit dem, ne? Es ist lustig, dass die Ratten kein Wasser mögen. Oder alle kein Wasser mögen. Gut, danke. Wirklich großartig, BD. Das hatten wir ja eigentlich schon. Seid ihr verletzt, General? Alles gut, Commander. Wo ist Marse? Wo ist mein Padawan? Meine Männer durchsuchen das Wrack. Wir finden ihn. Ich empfange gerade eine Nachricht. Wahrscheinlich vom Trupp. Oh, Moment. Sie ist vom obersten Kanzler. Ja. Danke, BD. Dieser kackoberste Kanzler. Kannst du mal wieder zurück, ne? Hier gibt's nichts woanders hin. Ne, passt. Gut. Dann wieder zurück.
brauchen Stim-BD. Wieso ertrinken? Okay. Das ist eigentlich schon krass. Zu der Blütezeit, also beziehungsweise zu der Zeit von Clone Wars, hatten die Jedis insgesamt, also so war es in den Büchern, hatten die Jedis so um die 10.000 Jedis in der Galaxis. Klar, die Galaxis ist groß und. Tschüss. Aber, ja. Aber danach, also nach Order 66, gab es nur noch einige wenige. Also, quasi der. Hä? Da hinten gibt es anscheinend noch was. Da gehe ich mal kurz hin. Also die Order war schon sehr erfolgreich, möchte man sagen. So. War ich hier schon? Der Tunnel war überflutet. Wie konnte es dazu kommen? Ertrunkener. Katastrophe ausgelöste Flutwelle hat die Kreaturen in diesem Gang getötet. Kreaturen, das ist ein Mensch. Nach kaltem Öl? Nein, Kumpel, nicht du. Das ist das Wasser. Das brauchen wir. Toter Imperial, also Trooper oder Klon? Ach, hier geht's runter. Ach, sieh mal einer an. Aber dann gehe ich zuerst hier hin. Ich wusste nicht, dass es hier runter geht. Oder hab mich nicht mehr dran erinnert. Stimmt, weil hier kommt man ja komplett ohne Tauchen durch. Ja. Gut, alles klar. Hui. Also hier haben wir, glaube ich, auch alles. Vielen Dank. Hier haben wir, glaube ich, sonst auch alles angeschaut. Aber da vorne. Poncho Fjord. Okay, das ist auch nicht schlecht. Mal schauen kurz da drüben. Okay, hier ist nichts. Gut. Dann gehen wir mal hoch. Na komm. Dass das halt immer noch Funken sprüht, ne? Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ich meine, der ist ein paar Jahre schon hier. Wo geht's hier hin? Das kenne ich noch nicht. Oh, danke schön. Oh, geil. Echo-Schädel.
scheint vor langer Zeit ein Schreck gestorben. Das war klar. Wie die Stimme leise geworden ist. Ja, mach mal wieder aus. Genau, danke. Das braucht man hier nicht. Hey, BD! Na komm, BD, komm. So, ich schaue trotzdem mal hier hinten, obwohl ich glaube. Nee, oder? Alpha warnt. Psst, Alpha warnt. Komm raus, Kumpel. Verwandt. Ich würde sagen, nächstes Mal, es ist schon wieder 40 Minuten, schauen wir uns endlich dieses Schiff an.